Und los! Living Room wird präsentiert von Sound. Grossen Applaus für den Oliver Pollack! Ey, ich glaube, das ist so der lausigste Auftritt, den ich je hatte, oder? So, hier ist ein Fenster, so ein ganz räudiger Vorhang, den ihr aus irgendeinem Sexkino euch gezogen habt. Und dann kommt man, das ist geil, echt. Ja, ich freue mich, hier zu sein in Zürich, ne? Ja. Wir sind nämlich gerade auf Tour und ich bin heute mit der Bahn angekommen, Deutsche Bahn, bei mir alte Familientradition. Und das war ganz krass, weil als ich in München wiederum ankam, da haben wir vor ein paar Tagen gespielt, steige ich aus dem Zug aus, ich sollte echt was in meinem Outfit ändern. 50 Leute so, willkommen in Deutschland. So ein 7-Jähriger hat mir noch einen Snickers zugesteckt. Nein, stimmt nicht, ich habe es ihm weggenommen. Aber wie ist so Rassismus? Rassismus in der Schweiz? Seid ihr dafür, dagegen? Ihr müsst schon was sagen, so ja, nein, dagegen. Warum bist du gegen Rassismus? Ach ja, du bist schwarz, jetzt sehe ich es erst. Ey, mein Traum ist echt, mit einer schwarzen Frau ein Kind zu haben. Wir können dann unser Kind Schindler Unchained nennen. Okay, habt ihr jetzt nicht so begriffen. Aber ihr seid nicht so intelligent, ne? Ich merke, ihr seid die Redakteure hier von Joyce, ne? Ja. Weil, wisst ihr, Knowledge ist wichtig, um Comedy zu verstehen, ne? Weil wenn ihr kein Wissen habt, ne, wie jetzt, dann seht ihr nur einen dicken Juden vom Vorhang, ne? Das ist... Ich finde, ich bin auch gegen Rassismus, deswegen finde ich Filme wie Django Unchained, 12 Years a Slave, kennst du? Ist wie die Bill Cosby Show, nur ohne Lacher. Und ich finde so Filme sehr wichtig. Gut, das Einzige, was mich wiederum an den beiden Filmen stört, ist, dass so viele Schwarze mitspielen. Aber ich sollte irgendwie ein Stand-up machen hier, habt ihr gesagt. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Tod war ja ein großes Thema. Hört man mich überhaupt? Ja, ich. Soundcheck, check. Arabischer Soundcheck. 10, 9, 8, 7, 6. Allah! Na, okay. Schön, dass man selber lachen und spucken muss in der Live-Sendung. Tod ist so ein Thema. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Ich glaube persönlich nicht, dass es so schlimm ist. Ich glaube. Was viel krasser ist, den krassesten Kampf in unserem Leben, den führen wir doch, bevor wir auf die Welt kommen, oder? Das ist der stärkste. Wir müssen doch, bevor wir auf die Welt kommen, mit einer Vagina kämpfen, oder? Ohne Witz, bevor wir auf die Welt kommen, kämpfen wir mit einer Muschi. Und dann bist du erst in so einem Floating Bag, ne? Alles ist cool, so, ne? Du bist in so einem Findet Nemo Mode. Und nur, dass keine Fische da sind, obwohl Sinn machen würde, weil es ja danach riecht. Und dann ist plötzlich, so, dass. Fruchtblase platzt, als ob jemand so den Stöpsel aus deiner Wanne rausgezogen hätte und alles vibriert, so ein Muschi-Tsunami, ne? Und du bist so, wow. Und dann ist es Krieg, ne? Da musst du kämpfen, ne? Du musst kämpfen durch diesen feuchten Tunnel durch und dann durchs Gestrüpp, ne? Das ist so, auch dieser Gedanke ist echt strange, dass mein Kopf schon mal zwischen den Schamlippen meiner Mutter so rausgeschaut hat. Das ist auch weird, der Gedanke, dass ich schon mal die Schamhaare meiner Mutter im Mund hatte. Das ist... Gut, es sind sehr junge Zuschauer bei euch. Ne? Das können nur Leute nachvollziehen, die vor 1990 geboren sind. Aber es ist wirklich Krieg. Ne? Du fliegst da auf diesen kalten OP-Tisch. Es ist nass, es ist kalt, nur Fremde um dich herum, grell. Du bist mit Blut verschmiert, mein persönliches Syrien. Und es ist ein bisschen so, als ob du gerade aus so einer Disco rausgeworfen wurdest. Ne? Du liegst dann so... davor und aus der Disco, aus der du rausgeworfen wurdest, und die willst du wieder rein, ne? Und dann stehst du halt ein Leben lang wieder vor der Muschi und dann willst du da wieder rein. Und besonders ätzend ist es, wenn alle reinkommen, nur du nicht. Ich sehe, du warst auch schon mal mit so einer Frau zusammen. Ja. Ich finde es so Sartre, Camus-mäßig, so philosophisch, müsste man eigentlich zum Sterben wieder zurückgehen in die Vagina, oder? Das wäre super. So Rent a Vagina, wie Joey's Pizza, ne? Pizzablitz, ne? Rufst du an, sagst, ey, ich will morgen sterben, schicken die so eine Fette vorbei, und dann kletterst du in die Muschi rein und dann stirbst du da so, ne? Manchmal sieht man auch Frauen, wo du denkst, boah, in der sind schon bestimmt viele drin gestorben. Okay, oder ein Kompromiss zum Schluss, ne? Im Krematorium, ne? Da, wo die Klappe aufgeht, ne? Wo der Sarg reinfährt ins Feuer, wo alles brennt. Ne? Dass man da so eine Vagina draufmalen würde, oder?
Eine Vagina, an der es brennt. Viele alleinstehende Hausfrauen kennen das aus dem Jamaika-Urlaub, ja. Ja, das war's. Ich freue mich nachher, ist noch eine israelische Sängerin hier, habe ich gehört. Ich liebe israelische Frauen, die sind anspruchslos, können super mit Waffen umgehen. Was lacht ihr? So eine israelische Frau, die baut hier so 0,nix eine Siedlung auf dem Nachbargrundstück auf. Was bei israelischen Frauen ein Problem ist wegen den Nasen, ist Deep Throat. Geht nie, ne? Wegen der Nase ist es echt... Das war's von mir. Vielen Dank.